und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zu einer Ankündigung, von der ich euch ja schon ein bisschen erzählt habe. Denn für alle die sich schon darauf gefreut haben, dass es mal wieder ein paar Racing-Folgen gibt, kann ich sagen, willkommen zum neuen Projekt hier auf dem Kanal. Denn wir starten hier in dieser Playlist mit Jorvik-Liga-Folgen. Und wenn ihr euch fragt, was die Jorvik-Liga ist, dann habe ich hier eine kleine Info für euch. Die Jorvik-Liga, das ist eine Internetseite, das ist ein Zusammenschluss von ganz vielen Spielern, die alle Speedracen und die sich zusammengetan haben, um jede Woche um die Highscores zu racen. Serverübergreifend mit echt cool durchgedachten Regeln. Also ihr müsst dann quasi jedes Mal, wenn die Strecke bekannt ist, bekommt ihr einen Gegner zugeteilt. Dann müsst ihr es schaffen, den zu besiegen und dafür bekommt ihr dann Score-Punkte. Also ihr müsst im Endeffekt dann erstmal euch dafür anmelden. Das könnt ihr auch hier auf der Seite. Die Seite werde ich euch verlinken. Ich bin gerade frisch reingekommen und ihr seht jetzt dann hier, der aktuelle Renntag wird. Heute wird dann die Strecke bekannt gegeben. Morgen wird geraced. Das heißt, morgen kriegt ihr die erste Racing-Folge von mir. Ich bin hier aktuell auf Platz 7, weil ich für jemanden anders eingesprungen bin, der rausgeflogen ist. Aus der Liga selber wegen Inaktivität. Deswegen habe ich hier auch schon Punkte. Ich starte quasi mit 2 Unentschieden und einer Niederlage. Yay! Ich starte aktuell in der 6. Jorvik-Liga Nord. Morgen werden wir dann die erste Rennfolge haben für euch. Und jetzt kommt der Clou. Denn dem Sieger der Liga winken dann bis zu 10.000 Star-Coins. Und das finde ich ziemlich cool, so als Bonus nochmal. Da auch nochmal vielen lieben Dank an die Person, die das Ganze organisiert. Also, ich bin gespannt, wie das Ganze dann noch so ablaufen wird, wie gut ich mich auch schlagen werde. Ich bin jetzt doch schon eine Weile nicht mehr so aktiv geraced. Also, ich gebe definitiv mein Bestes. So, aber zurück in SSO. Hier so auf meinem Racing-Pferd-Unfall werden wir uns jetzt dann die Tage aufmachen und gerade hier dann werde ich euch regelmäßig dann meine Folgen hochladen. Immer am Samstag ist der Racing-Tag, das heißt, ihr bekommt am Samstag Folgen. Vielleicht bekommt ihr am Freitag teilweise auch nochmal Trainingsfolgen, wenn am Freitag die Strecke rechtzeitig bekannt gegeben wird. Aber dann werden wir uns aufmachen, um das Ganze ein bisschen anzugehen. Um zu versuchen, die Highscores zu knacken. Die Strecke wird immer zufällig gewählt. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie gut ich mich auf anderen Strecken schlage. Meine Paradestrecken sind ja wirklich eher so diese Standardstrecken. Das heißt jetzt gerade in der Liga natürlich, bin ich eigentlich eher mega im Nachteil. Weil ich bin wirklich in vielen Strecken nicht, bis quasi gar nicht informiert, wie die Strecken dort sind. Von daher bin ich gespannt, wie gut ich mich da schlagen werde. Also gerade diese Strecken hier, die ich jetzt kenne, so Steve, Moorland, das sind so Sachen, da bin ich gar nicht so schlecht. Da habe ich mich auch einigermaßen darüber informiert, wie da die Streckenführung ist und alles, wie man da super gut durchkommt. Aber eben bei Sachen wie jetzt hier, keine Ahnung, Golden Hills und alles, da muss ich wirklich eine ganze Menge trainieren und da werdet ihr auch wahrscheinlich die eine oder andere Struggle-Folge bekommen, weil ich bin mir sicher, dass ich da echt Probleme haben werde, da irgendwie eine gescheite Route, eine gescheite gute Zeit hinzubekommen. Also freut euch drauf, ihr werdet definitiv eine richtig nice Playlist hier bekommen mit jeder Menge Speed Racing. Und natürlich könnt ihr persönlich auch selber mitmachen. Also meldet euch doch einfach auf der Homepage an, wenn ihr Bock habt, selber zu racen. Und könnt ihr mir natürlich auch immer so dann in die Kommentare schreiben, wie ihr abschneidet. Und ich habe gerade eben mein Hindernis verpasst. Hätte eine super Zeit gehabt, aber ich bin einfach am Ziel vorbeigeritten. Ah, Steve, du Miesbert. Verdammt, ja, ich mache mir auf jeden Fall nochmal diese Strecke, weil das ist so ein bisschen so die Strecke, die ich sehr, sehr gerne habe. Genau, sowas seht ihr gerade. Und ich muss mich dann immer noch mal ziemlich beruhigen, dass ich nicht dann irgendwie in den Folgen anfange rumzuschreien. Denn es kann dazu führen, wenn einem sowas passiert wie gerade eben, wenn man eigentlich ganz gut dabei ist und dann einfach mal so durch einen Struggle rausfliegt, dann
kann der innere Rage-Hund einfach mal rauskommen. Und ja, das ist jetzt alles ziemlich... Das war so gut, diese erste Runde. Und jetzt bin ich gerade schon richtig, richtig schlecht dabei. Aber das sollte hier eigentlich auch nur eine Infofolge werden und nicht meine Highscore bei Steve. Aber ihr seht schon, worauf ihr euch shit einlassen könnt. Das waren jetzt so viele Fails, ey. Wenn diese Zeit unter einer Minute kommt, bin ich ja jetzt schon happy. Aber das so viel dazu zur Jorvik Liga. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wie findet ihr das? Freut ihr euch drauf? Sorry, ich bin gerade nicht so in der Lage, wirklich zu reden. Ich finde es übrigens schön am Mist, dass ich hier gerade beim letzten bisschen rausgeflogen bin. So, und ja, ich wusste, dass die Zeit nicht so gut wird. Aber ich sag danke fürs Zuschauen. Wünsche euch schon mal viel Spaß bei dem Projekt. Morgen, wie gesagt, die erste Racing-Folge. Ich kann nicht genau sagen, ob die Folge morgen über den Tag hinkommt. Das heißt, hängt ein bisschen davon ab, wie lange ich so ein bisschen brauche, um gutes Material zusammenzubekommen. Vielleicht kriegt ihr eine Struggle-Folge, vielleicht kriegt ihr eine Win-Folge. Kann ich euch noch nicht genau sagen. 5 Uhr in der Früh ab morgen geht es los. Bis 24 Uhr abends, dann muss die finale Zeit eingereicht sein. Und dann drückt mir die Daumen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei der ersten Folge dann, wo es an die neue Strecke geht, die dann zugeteilt wird. Bis dann. Ciao, ciao.